Hallo meine Lieben, ich habe heute meinen Lesemonat für den Juni für euch und ich bin immer noch total baff, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Ja, ich habe ganze 19 Bücher gelesen. Ich weiß selber nicht, wie das zustande gekommen ist, fragt mich nicht. Liegt vielleicht daran, dass wir halt im Juni fast 3 Wochen lang am Stück nur Unwetter hatten und man halt nicht wirklich was machen konnte, außer vielleicht lesen oder was im Fernsehen anzugucken. Aber obwohl Fernsehen war auch ab und zu kritisch, man hat es dann gemerkt, so wenn der Empfang so ein bisschen kriselig wird, ja. Ja, deswegen wurde sehr viel gelesen. 3 Bücher davon habe ich nicht mehr, liegt daran, die hatte ich mir aus der Bücherei ausgeliehen. Ja. Und schon wieder zurückgebracht. Genau, insgesamt waren es 6030 Seiten, was ungefähr so 201 Seite pro Tag macht. Und die Durchschnittsbewertung war diesmal bei 4,2. Ich habe auch Flops dabei gehabt, so ist es jetzt nicht. Ja, ich habe sie nicht mehr sortiert. Ja. Aber ich versuche trotzdem so einigermaßen geordnet euch das Ganze jetzt zu zeigen. Ja, einmal habe ich das erste Buch, was ich im Juni gelesen hatte, war der Jännerweinband, der 11. Ich muss immer gucken, weil, ja, ihr wisst es, man könnte eigentlich hier so eine Zahl hinschreiben, aber irgendwie kann man es dann doch nicht. Scheint dann zu viel Aufwand zu sein. Ja. Hier spielt das Ganze ja im Schnee ab und ja, der Jännerwein feiert Weihnachtsfeier, kann man das so sagen, mit seinem Team in seiner Hütte. Und ja, und da passieren halt so einige Sachen, wo man echt sieht, wie krass gut dieses Team zusammenarbeitet, ohne dass man irgendwas sagen muss, dass die wirklich auch mitdenken und von sich aus halt auch selber handeln und genau wissen, dass sie jetzt so zu handeln haben. Das fand ich halt mal gut, dass das halt mal dargestellt wird. Das kommt ja sonst in den vorigen Bänden, kommt das nicht ganz gut zur Geltung. Also man sieht zwar schon, die können zusammenarbeiten, das klappt und jeder spielt den anderen in die Hände, damit der in seiner Position vorankommt. Aber so wie krass genau das ist, das erfahren wir natürlich hier. Weil Jännerwein lädt natürlich sein Team ein und die eine aus der, oh, wie heißt es, Leichenbestatterin kommt natürlich, ja, mit jemand Neues und ja, sie gibt aber verschlüsselte Mörserzeichen per Augen, Wimpernschlag und ja, diese Frau sitzt im Rollstuhl und die hat nicht so wirklich die Möglichkeit, sonst irgendwie was zu machen. Und ja, und dieser Typ taucht halt mit in der Hütte auf und mit diesem Typ befindet sich dieses Team in Gefahr. Gleichzeitig erzählt aber halt auch Jännerwein aus seiner Schulzeit, dass es da eine Person gab, die richtig krasse, fiese Streiche in der Schule gespielt hat. Und Jännerwein natürlich dann erzählt, wie er halt herausfinden wollte oder herausgefunden hat, wer hinter dieser ganzen Sache steckt. Und ja, so ungefähr, also ja. Also es wird noch richtig brisant und spannend und es hat ganze 5 Sterne von mir gekriegt und hat 425 Seiten. So, danach habe ich wie so, ja wie eigentlich immer am Anfang des Monats lese ich ja mit der lieben Bettina zusammen die Zodian Academy. Das ist diesmal der 3. Band, wo Harry Potter vorne drauf ist. Und ja, ich finde halt, es sieht aus wie Harry Potter. Und es dreht sich hier um das Sternzeichen Jungfrau. Und Daniel Radcliffe ist ja, glaube ich, auch vom Sternzeichen her Jungfrau. Also es passt. Also, ja. Und hier geht es ja um Ella. Und
Ella ist 17 Jahre alt, war 17, glaube ich. Und ja, mit einer Prophezeiung und geht es um die Fantasy-Richtung mit Elementen und Elementarkräfte und Sternzeichen und ja, wo sie dann halt auf eine Schule kommt. Und es ist wirklich richtig spannend, jeder einzelne Band. Und jedes Mal, wenn es spannend wird, hört es halt auf. Ist halt das Buch zu Ende, aber ich finde es halt cool, dass das halt im nächsten gleich wieder aufgegriffen wird und weiter funktioniert. Danach habe ich was. Nee, das war's jetzt nicht. Ach, da ganz unten. Ja. Danach habe ich halt was gelesen gehabt, was so ein bisschen lustiger in die Richtung ging. Und zwar Und ewig grüßt das Moppel-Ich von Susanne Fröhlich. Hier geht es darum, dass sie ja nach ihrem ersten Band, beziehungsweise nach dem ersten Buch, was sie ja dachte, eigentlich es reicht, das Moppel-Ich-Buch oder ja, Moppel-Ich, darum hat sie sich ja ausführlich darum berichtet, wie das halt so ist, wie man als Frau ständig halt auf die Figur angesprochen wird und halt auch ungezwungen dazu gezwungen wird, drauf zu achten und dementsprechend zu handeln, dass man halt nicht wirklich aus allen Nähten platzt. Und das fängt ja schon an, wenn man ins Bekleidungsgeschäft geht, wenn schon die Mitarbeiter des Bekleidungsgeschäfts sehen, dass du halt wirklich in keins passt, schon allein optisch, machen sie dich höflich darauf aufmerksam, dass du halt vielleicht ein anderes Geschäft aufsuchen solltest, weil es hier nichts Passendes für dich zu finden gibt, was ich natürlich schon, ja, krass finde. Aber so ist es halt. Und ja, im zweiten geht es halt hauptsächlich darum, dass Susanne Fröhlich nachher im ersten Buch zugenommen hatte und sich eigentlich wohlgefühlt hat in ihrer. Also sie hat so mit dem Gewicht, was sie gewogen hat, sich wohlgefühlt. Sie hat das akzeptiert. Sie fand sich jetzt nicht zu füllig, aber auch nicht zu knochig und sie war vollkommen zufrieden. Aber die Presse hat sich halt sofort auf sie gestürzt und hat sie halt mit negativer Publicity bombardiert, warum sie jetzt schon wieder zugenommen hat und ja, und dass sie jetzt zu dem Moppelchen gehört oder den Promis und dass sie dann halt auch solche Sachen vorgeschlagen worden sind, wo sie halt mitmachen könnte, wie zum Beispiel bei Promi Biggest Loser oder bei Kochpromis XXL, wo halt wirklich fülligere Promis füreinander gekocht haben. Und ja, und das finde ich halt schon ein bisschen abwertend, finde ich. Also, dass man sie halt wirklich nur auf das Äußere begrenzt und nicht halt auf ihren Können. Und das fand ich halt, hat sie auch richtig gut sich darüber ausgelassen. Sie erklärt auch, warum es so gekommen ist, wie es so gekommen ist, dass sie halt wieder zugenommen hat. Und also sie rechtfertigt sich und erklärt sich auch nochmal in dem Buch, was ich eigentlich auf einer Seite toll finde, aber auf der anderen Seite halt auch wieder schrecklich, dass es halt wirklich gemacht werden muss, dass man sich rechtfertigen muss, warum man sich so wohlfühlt, wie man sich wohlfühlt. Und ja, das Büchlein hat 5 Sterne von mir bekommen und hat 256 Seiten. Es kommen natürlich auch so ein paar Statistiken drinne vor. Und ja, also mir hat es wirklich sehr gut gefallen und auch dieser humorvolle Schreibstil hat das Ganze auch nochmal, ja, lustig dargestellt, auch irgendwie so ein ernstes Thema. Und dann habe ich gelesen gehabt den 5. Band von der Crack-Tagebuch-Reihe. Mit 217 Seiten hat 5 Sterne von mir gekriegt. Ja, hier ist halt auch so ein bisschen Familienfeiern, geht das so in die Richtung diesmal. Familienfeiern, auch so ein bisschen ferienmäßig, beziehungsweise neues Schuljahr beginnt und ja, sowas in der Richtung. Es ist halt immer lustig gemacht und ja, ich finde das jetzt so für zwischendurch sehr, sehr angenehm zum Lesen.
Danach habe ich die letzten drei Bände von der Clan der Wölfe-Reihe gelesen gehabt, nämlich einmal den vierten Band Eiskönig, doch Eiskönig, mit 256 Seiten, hat 5 Sterne von mir bekommen. Knochenmagier, Band 5, auch mit 256 Seiten. Und Sternseher, Band 6, das Finale, hat auch 256 Seiten und diese komplette Reihe hat 5 Sterne von mir bekommen. Ich finde diese Reihe großartig gemacht, auch mit der Konstellation Wolf-Clan. Und ja, und es geht aber halt auch so ein bisschen in die Fantasy-Richtung und halt wie Wölfe und Eulen zusammenarbeiten. Und genauso wie von unserem Hauptprotagonist, wie der halt aufgewachsen ist, da er ja ein missratener Wolfsbaby war und alle, die sozusagen einen Genfehler oder halt irgendeine Missbildung haben, werden natürlich aus dem Clan verbannt und zum Sterben eigentlich ausgesetzt, die frisch geborenen Babys. Und ja, und sobald halt eine Hündin so ein Kind zur Welt gekriegt hat, darf sie halt keine Kinder mehr kriegen, weil sonst die Gefahr besteht, dass halt noch mehr solche Genfehler auftauchen und die restlichen von diesem Wurf dürfen halt auch keine Kinder zeugen und die werden dann halt zum Kriegern bzw. zum Wachposten auserkoren, wo sie halt ja, das Gebiet ablaufen und halt ja, wie so eine Art Krieger ausgebildet werden, aber sie dürfen sich halt nicht fortpflanzen. Und unser Hauptprotagonist hat halt eine Fehlbildung an seiner Kralle. Die Kralle ist irgendwie so richtig komisch verbogen. Und ja, seine Milchmutter hat sich sozusagen schon extra versteckt vor dieser, ja, die dafür zuständig ist, die Säuglinge sozusagen zu entfernen aus dem Clan. Und die Mutter versucht halt wirklich außerhalb des Clans ihre Jungen auf die Welt zu bekommen. Was ihr natürlich auch gelingt. Leider ist es halt so, ja, die eine rechnet halt damit, dass sich halt die Wölfinnen, die gebären natürlich aus dem Clan entfernen, um halt selber ja, zu gucken, wie halt der Wurf aussieht und dann vielleicht heimlich oder so das Kind verstecken oder einen anderen Außenstehenden, der nicht in dem Clan ist, das Kind unterzujubeln, aufzuziehen. Bei ihr ist es leider so, ihr wird das Kind weggenommen, ihr werden alle Kinder weggenommen und es ist zwar nur eins missbildet, aber ja, es wird ausgesetzt und eigentlich hätte dieses Baby, was gerade wirklich paar Stunden, nicht mal ein paar Stunden alt ist, sterben müssen. Weil die sind blind, ja, die sind schutzlos, wehrlos. Und es wird auf eine Eisscholle ausgesetzt und ja, aus Zufall und wirklich aus Glück, kurz bevor dieses Baby stirbt, findet es eine Bärin und zieht es als ihr eigenes groß und ja, da sie auch gerade erst ihr Baby verloren hat, da es ein Puma getötet hatte, nimmt sie sich diese an, weil sie auch noch Milch hat und sie denkt sich so, ja, warum die Milch verschwenden? Und ja, zieht ihn groß, lernt ihn natürlich halt auch ein paar Bärentricks und Bärensachen und trainiert ihn halt dementsprechend. Dadurch hat er halt besondere Fähigkeiten, wie zum Beispiel kräftigere Hinterpfoten, da er auch lernt, länger und häufiger auf zwei Beinen zu laufen, zum Beispiel halt auch auf Bäumen klettern oder sehr hoch zu springen und so. Das ist für ihn natürlich dann gar kein Problem, halt auch zu klettern, ja, da ihm das beigebracht wird. Aber ich finde diese Reihe wirklich richtig, richtig großartig und ja, und dann passieren halt dann noch so verschiedene Abenteuer und er lernt neue Leute kennen und es ist wirklich, es hat mich wirklich auch gerührt an einigen Stellen dieses Buches. Ja, also fand ich richtig gut.
Dann habe ich gelesen gehabt, vielleicht später mal, das war auch auf meiner 21 für 2021. Ich bin froh, dass ich es gelesen habe und jetzt auch ausziehen kann, weil dieses Büchlein hat nur 2 Sterne von mir bekommen mit 158 Seiten und ich fand das wirklich einfach nur schlecht. Und ich habe auch diesen. Also der Klappentext sagt ja, dass ich zwei Gabriele und wie auch immer ihr hieß, Andreas, sich wieder begegnen, ja, da sie sich von früher kennen. Sag mal so, Andreas kennt Gabriela von früher, aber sie erinnert sich halt an ihn nicht, da er halt früher für sie geschwärmt hat während der Studienzeit und also er hat ihn damals halt schon eine Abfuhr gegeben mit vielleicht später mal. Und dann treffen sie sich auf einer Beerdigung wieder und ja, er sieht sie und er ist zwar selber verheiratet und hat halt auch irgendwie so erfahren, dass sie verheiratet ist, aber ja, er küsst sie dann halt einfach leidenschaftlich auf der Beerdigung und macht sich halt übelst an ihr ran und will halt dann so wissen, so, ja, wie geht's dir? Und sie weiß überhaupt nicht so wirklich so, wo sie den einordnen soll. Und dann sagt er, ja, wir kennen uns ja von früher und weiß nicht noch damals und bla bla bla. Und bis dann so langsam so die Erinnerung kommen, dass sie sich mal vielleicht beim Ausflug irgendwie miteinander geredet haben. Ja. Und so passiert es halt, dass sie sich halt mal öfters über den Weg kreuzen und dann stellt sie halt auch heraus, dass irgendwie ihre Leben miteinander verzweigt sind, weil sie ja irgendwie mit der einen Person befreundet sind und er halt irgendwie auch. Und ja. Ja, das spielt so in 4 Jahreszeiten. Finde das Ganze so statt, so Winterende, Sommeranfang, Hochsommer und Spätsommer. Ja. Und ja, ich fand auch das Ende so mega schlecht. Es ist irgendwie so, weiß ich nicht. Ich war froh, dass ich es beendet habe und jetzt auch ausziehen kann. Also, ja. Dann habe ich mit der lieben Bettina ja eine Reihe beendet und zwar ist es Book Elements 3 von Stefanie Hasse. Das Geheimnis unter der Tinte. Der erste Band hat ja 5 Sterne damals von mir bekommen. Der zweite hat nur noch 4 Sterne von mir bekommen. Und das spannende Finale kriegt ganze 3 Sterne von mir mit 350 Seiten. Und ja, ich komme mit dieser Kombination zwischen Urban Fantasy und High Fantasy nicht klar. Ich finde, das sind zwei Genres, die kann man nicht miteinander verknüpfen, auch wenn es die Autorin wirklich mit Biegen und Brechen versucht hat. Aber ich finde, es passt nicht zusammen und ja, das finde ich halt schade. Wäre sie halt im Urban Fantasy-Bereich geblieben, so wie es im ersten Band war und auch zu 99% im zweiten Band, das wäre großartig geworden. Aber dadurch, dass sie diese Science-Fiction-Sache am Ende vom zweiten Band einfügen musste, hat es für mich irgendwie komplett kaputt gemacht. Ich weiß nicht. Also ich bin damit überhaupt nicht klar gekommen. Ich habe auch nicht so wirklich verstanden, warum man da diese zwei Genres miteinander jetzt unbedingt verknüpfen musste. Und ja. Ja, ich finde es halt schade um die Geschichte, aber ich finde die Geschichte an sich so, diese Grundidee fand ich richtig, richtig gut. Ja, danach habe ich noch eine Reihe beendet. Ach so, die Clan der Wölfe habe ich ja damit auch als Reihe beendet. Genauso wie Book Elements. Und ich habe auch endlich Wächterin der Träume beendet von Catherine Smith. Hat auch ganze 2 Sterne von mir bekommen mit 363 Seiten. Und Leute, es ist wirklich so schlecht. Und ich bin froh, dass ich es jetzt beendet habe und ausziehen kann, weil mir hat es überhaupt nicht gefallen. Und hier geht es ja um diese Traumwesen Dorn, um diesen Nachtmahr. Und ihr Vater ist König der Träume, nämlich Morpheus. Und sie ist so halb-halb, weil ihre Mutter, die ist ein Mensch. Und ja, ihr Vater ist ja ein Traumwesen und deswegen ist sie so halb-halb. Und sie ist aber Traumtherapeutin im richtigen Leben und ja, und hat ja ihr Noah sozusagen schon kennengelernt, der sie immer halt Doc nennt. Und weil sie eine Doktorin ist und ja, und sie muss dann irgendwie so. Es steht irgendwie so ein
umschwungenen Königreich an, weil ihr Vater gestürzt werden soll. Und ja, da gibt es halt so verschiedene Anhänger, die sich halt ja halt auch an sie sozusagen ranmachen und sie verletzen bzw. stürzen wollen. Und ja, ihre Schwachstelle ist ja Noah und deswegen versuchen sie es auch an denen. Und dann hat sie noch im realen Leben dann noch dieses Problem damit, dieser Vergewaltigung, die ja einfach so. Ja, die wird einfach so runtergequatscht. Ich finde, das ist ein Jugendbuch. Und da kommt so detaillierte 50 Shades of Grey Sex drinne vor. Und dann noch diese, ja, ist halt vergewaltigt worden, soll es halt nicht so anstellen, ne? Schleiche ich mich halt in ihren Träumen und dann wissen wir halt wenigstens, wie der Typ aussieht. Und dann quäle ich sie halt weiterhin mit diesen Träumen, bis sie sich halt wieder daran erinnert, wie dieser Typ aussah, der sie vergewaltigt hat. Und dann findet sie den Typen, der sie vergewaltigt hat. Und also es wird alles so runtergequatscht und wie sie dann so, ja, ich wurde ja selber auch schon vergewaltigt und ich habe da nie so ein Aufsehen und Tamtam gemerkt. Und ich mir denke so, Alter, das ist nicht in der Handtasche, die man sich gerade gekauft hat und ja, also ich bin froh, dass es auszieht und dass ich auch die Reihe damit beendet habe. Ja, danach habe ich was, wie gesagt, ich habe es euch jetzt nach der Reihe gezeigt. Danach habe ich irgendwas zum Aufbauen gebraucht, weil die zwei Bücher, die haben mich irgendwie so runtergezogen, die drei Bücher. Und ja, da musste ich mir dann den Elfenband von der Green Mountain Serie dazu schnappen. Und danach ging es mir wieder besser. Nur Augen für dich, hier geht es um Landon. Landon ist ja der Zwillingsbruder vom Lucas. Lucas hat mir ja schon im 10. Band. Und hier ist halt die Geschichte von ihm und Amanda. Und wie sie sich halt kennenlernen und zueinander finden und was halt ihre Geschichte sozusagen ist, fand ich richtig süß. Und wir lernen auch wieder so die anderen Geschwister kennen. Und ja, was in der Zeit so bei dem passiert ist, was da Neues gibt. Und ich will endlich Max haben. Ich will endlich Max in einem Buch haben. Aber ich muss mich gedulden. Im 12. geht es dann erstmal um die Eltern. Da bin ich halt gespannt, wie es halt dazu kam, dass man halt 10 Kinder hat. Ja. Und im 12. erfahre ich dann sicherlich, wann die nächsten Bände erscheinen. Und ja, und hoffentlich, wer dann dahinter steckt. Und ja. Also ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Also das Buch hat 5 Sterne von mir bekommen mit 492 Seiten. Danach habe ich ein Rezensionshörbuch. Wo habe ich es? Ach, da. Ein Rezensionshörbuch gehört gehabt, nämlich Die fremde Spionin von Titus Müller. Und ja, hier geht es um eine Story, beziehungsweise um eine Hauptprotagonistin, Ria. Und ja, wir erleben sozusagen, wie Ria lebt. Und sie versucht natürlich, ihre Schwester zu finden. Und geht da natürlich halt ein Angebot ein, was ihr natürlich auf einer Seite schaden kann. Auf der anderen Seite will sie aber, ist ihr das vollkommen wurscht, sie will eigentlich nur ihre Schwester finden. Was sie und wie sie da an die Information kommt, ist ihr eigentlich vollkommen wurscht, sie will nur ihre Schwester wiederfinden. Und ja, und dann erleben wir halt aber auch die Story, die Rita gerade dann durchstehen muss, weil das Ganze spielt kurz bevor die deutsche Mauer gebaut worden ist. Und also die Berliner Mauer, kurz bevor das sozusagen passiert, da spielt dieser erste Teil. Es ist der erste Teil einer Trilogie. Nächstes Jahr kommt natürlich Band 2, wird im April erscheinen. Und der dritte, der wird im Mai erscheinen. Und ich bin natürlich jetzt gespannt, wie das Ganze ausgeht mit Ria, weil das Ganze ja schon ein bisschen offen endet. Also ja, es gibt jetzt natürlich sehr viele Möglichkeiten, wie das Ganze ausgeht. Ich fand Ria in einem Punkt kritisch. Einen Punkt fand ich sie kritisch, weil sie hat sich, sage ich jetzt mal, schon für das Bessere entschieden und als sie das Bessere hatte, hat sie sich wieder umentschieden und hat das Schlechtere gewählt. Und
Das konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Klar, auf der einen Seite kann ich es nachvollziehen, aber auf der anderen Seite, weil man weiß, was damals auf der schlechten Seite war, weiß man ja, wie es den Leuten ergangen ist. Und deswegen, das dann so hinterher nachvollziehen zu können, warum sie sich ausgerechnet für die schlechtere Seite entschieden hat. Und alle wären damals froh gewesen, auf der besseren Seite gewesen zu werden. Und ja, deswegen hat das Ganze auch, wie viel hat es? Ja, 5 Sterne von mir bekommen. Und ja, wie gesagt, ich verlinke euch das Hörbuch plus das Buch unten in der Infobox. Wie alle genannten Titel verlinke ich euch unten. Da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Danach habe ich ja, noch ein Rezi-Buch gelesen gehabt, nämlich Die Glücksschneiderin mit 374 Seiten, hat ganze 5 Sterne von mir bekommen. Hier geht es um Clara, und Clara hatte eine Schnapsidee mit ihrer Tante, ein Nähcafé in Würzburg aufzumachen, was vorne sozusagen der Bereich eines Cafés ist und hinten ja, Nähereiarbeiten stattfinden. Also man kann Sachen zum Umschneidern hinbringen, man kann Sachen selber anfertigen lassen, maßgeschneidert bekommen, man kann auch an Nähkursen teilnehmen. Und ja, und eines Tages auf dem Flohmarkt findet sie natürlich ein wunderschönes altes Vintage-Kleid. Und dieses kauft sie, um es halt im Laden auszustellen, um halt Kunden anzulocken. Und dann taucht auf einmal ihre verflossene Liebe auf hin, ja, der damals von heute auf morgen einfach verschwunden ist. Und ja, sie nicht wirklich weiß, wieso, weshalb, warum, weil er sich nie dazu geäußert hat und er auch nicht wirklich Fragen dazu beantworten möchte. Und er taucht halt bei ihrem Laden auf und ja, wegen diesem Kleides, da es seiner Oma oder Uroma gehörte, Oma war es, glaube ich. Und ja. Und ja, aber Clara möchte halt diese Geschichte hinter diesem Kleid erkunden und herausfinden, da ist sie fasziniert. Und ja. So begegnen die zwei sich immer häufiger und treffen halt natürlich sich auch öfters miteinander, da Finn Freijournalist ist und ja, er sie natürlich halt auch für dieses Café interviewt. Und dann wollen sie natürlich gemeinschaftlich auch noch herausfinden, was das mit diesem Kleid auf sich hat. Und ja, Clara will nebenbei natürlich noch so erfahren, warum er sich damals verlassen hat und was so die Gründe waren. Und ja. Also mir hat es wirklich riesengroßen Spaß gemacht. Wir lernen so viel auch über Würzburg kennen und ja, also eine richtig tolle Reise. Danach habe ich ja die Luna, den zweiten Band gelesen gehabt von der Lisa Marie Verbundene Seelen. Dieses Büchlein hat 271 Seiten und hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Das Ganze ist natürlich wieder ein Perspektivwechsel geschrieben. Hier haben wir wieder unsere Junghexe Lucy und unseren Vampiren Zane und unseren Werwolf. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wie dieser Werwolf hieß. Genau, wir haben dann noch einen Werwolf und wir haben dann noch eine Fee und eine Elfe. Ja, und wir begleiten natürlich bei diesem Abenteuer, was Lucy jetzt so entdeckt und halt auch ihre Kräfte und ja, damit umgehen zu lernen. Und ja, ist auf jeden Fall eine wunderschöne, leichte Fantasy-Geschichte. Also ist wirklich ein leichter Schreibstil, ist ein Perspektivwechsel geschrieben. Wir haben jedes Mal aus einer anderen Sicht, ja, auch diese wunderschöne, süße Katze Miu. Und die finde ich natürlich mega, die Katze. Ja. Mir hat es auf jeden Fall riesengroßen Spaß gemacht. Und ich will es auch nicht so viel zum Inhalt sagen, weil ich sonst wirklich spoilere. Und ja, ich will das Ganze ja auch immer spoilerfrei handhaben. Danach habe ich ein Rezensionsbuch gelesen gehabt, nämlich Die Pension der gebrochenen Herzen. Mit 221 Seiten hat ganze 3 Sterne von mir bekommen. Das liegt daran, dass am Anfang hat mir das Buch auch vom Schreibstil her sehr, sehr gut gefallen. Es ist so langsam reingekommen. Wir haben alles so
erzählt bekommen. Wir haben unsere Hauptprotagonisten kennengelernt und so, was das Ganze so dahinter steckt, warum der jetzt von seiner Frau verlassen worden ist und auch sein bester Kumpel Paul und unser Hauptprotagonist Max, die wurden beide irgendwie am selben Tag von ihren Frauen verlassen und ja. Und Max hat mit seinem Erbe eine Schule gekauft gehabt, die er natürlich umbauen möchte, renovieren möchte als Pension. Und ja, da diese aber noch nicht wirklich fertig ist und halt auch noch sehr viel Arbeit ansteht, ja, und das der einzigste Platz ist, wo sie gerade sozusagen schlafen können, Paul und er, und ziehen sie halt da ein. Und auf mysteriöse Weise kommen halt dann immer noch, dann noch drei weitere Männer mit dem gleichen Schicksal in diese Pension und sie helfen sich halt gegenseitig. Und ja, das ist wie so eine Art WG, die gleichzeitig halt auch als Selbsthilfe, Selbstfindung fungiert. Und aber das Blöde halt ist, am Anfang ging es halt wirklich so schön langsam, man ist reingekommen, alles schön langsam, dann auf einmal so. Zack, 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 zack und Sprung, Sprung, Sprung und gerade eben Vergangenheit von dem einen, zack, 3 Monate später und das ging mir dann einfach viel zu schnell und deswegen hat das wirklich nur 3 Sterne von mir bekommen, weil ja, ist dann halt auch so sprunghaft war. Gerade eben war noch Abend und der eine denkt so an seine Vergangenheit nach und zack, ist Sonntag. Und 4, 5 Tage später und ja, also es ging viel zu schnell voran. Danach habe ich mit der lieben Bettina ja auch noch die Beautiful Liars-Reihe beendet gehabt. Mit 510 Seiten hat 4 Sterne von mir bekommen. Das Ganze ist so wie in den ersten 2 Bänden aufgebaut. Wir haben wieder einen Prolog, wo halt was passiert und dann haben wir halt wieder ein paar Monate zurück, wie es dazu halt gekommen ist. Und ja, und dann kann man halt wieder mitraten, wem passiert das. Und ja, ich fand das Ende so spektakulär, wie das Ganze angefangen hat, muss ich sagen, hat sich die Autorin das mit dem Ende sehr, sehr leicht gemacht. Sie hat es einfach wirklich die einfachste und leichteste Variante genommen, die es nur gibt. Und was natürlich nicht schlecht ist, aber dadurch, dass halt am Anfang wirklich so viel Drama und Tragik und Intrigen drinne waren und dann auf einmal dann, sage ich mal, so ein plumpes Ende zu bringen, hat nicht irgendwie so ganz reingepasst. Deswegen den 1-Stern-Abzug. Aber ich war halt trotzdem auch zufrieden mit dem Ende. Mit dem kann ich leben. Ja, zwischendrin habe ich natürlich halt auch das Hörbuch Starke Stimmen-Reihe gehört gehabt. Der Ball von Nina Hoss vorgelesen bekommen. Dieses hat natürlich 3 Sterne, 2, 3 Sterne von mir bekommen, war jetzt nicht so meins. Ich werde es aber, weil ich es mir ausgeliehen habe, halt kann ich es jetzt getrost wieder zurückgeben. Danach habe ich noch eine Reihe beendet gehabt, nämlich Schlampen im Schlafsack von Iris Barr. Es hat wirklich mit Augenzudrücken 2 Sterne von mir bekommen mit 271 Seiten. Und ja, ich kann es nicht so. Ich kann auch diese. Ich kann es nicht so wirklich nachvollziehen. Auch hier geht es ja um eine Frau, die im ersten Band eine Reise macht, ja, so ein Selbstfindungstrip, so ein bisschen so. Da war es, glaube ich, so, ja genau, da war es so im asiatischen Bereich, wo sie da so ein bisschen rumreist, auch dann so eine Reisegruppe trifft und bla bla bla. Aber halt hauptsächlich darum, ja, wie sie ihre Jungfräulichkeit verliert und mit wie vielen Typen sie da rummacht und sich dann auch noch einen Wurm einfängt. Und das ist, ja, man kann sich das Ganze so vorstellen, der Schreibstil geht so ein bisschen in Charlotte Roth, in Feuchtgebiete. Sehr, sehr, sehr detailliert, auch von Sachen, die man nicht so wirklich wissen möchte. Und hier ist es halt auch wieder, sie fängt halt ein Studium an in USA auf so einer Elite-Universität und ja, stellt aber halt sehr schnell fest, dass es halt ein bisschen öde ist und sie sich ein bisschen was anderes vorgestellt hat. Und daraufhin beschließt sie halt mit ihrer
überbesorgten Mutter, die halt dann auf einmal auftaucht, eine Reisetour zu machen durch Südamerika. Und ja, dort lernen sie halt auch wieder alles kennen. Und ja, sie ist eigentlich strenggläubige Jüdin, aber sie hat irgendwie trotzdem, trotz dass ihre Mutter mit dabei ist, hat sie irgendwie trotzdem gefühlt jedes Mal Sex und mit unterschiedlichsten Männern, die es nur geht. Und ja, und sie redet sich das aber immer schön, das ist sicher Erfahrung. Und ich weiß nicht. Also ich fand es wirklich, wirklich nicht gut. Das Einzige, was ich halt toll fand, wo es 2 Sterne gab, war es, dass man so ein bisschen halt auch was von den verschiedenen Ländern minimal mitgekriegt hat. Minimal mitgekriegt hat. Hier zum Beispiel kann man sich dann so vorstellen, so ungefähr reist sie dann da lang. Und ja, aber ich bin froh, dass ich es beendet habe, dass es ausziehen kann. Ja. Danach habe ich gelesen gehabt den 4. Band der Teufel trägt Prada-Reihe, nämlich Champagner und Stilettos mit 411 Seiten und es hat 5 Sterne von mir bekommen. Ja, hier geht es um Brooke und Julian Alter. Um Julian, nennen wir ihn einfach Julian. Und ja, Brooke und Julian, die sind halt schon seit 7 Jahren verheiratet und kennen sich natürlich auch schon davor schon eine Weile. Und ja, sie sind eigentlich mit ihrem Leben, so wie es gerade ist, zufrieden, zumindest Brooke. Und Brooke hat, um ihren Mann natürlich zu unterstützen, mehrere Jobs. Sie hat Ernährungsberaterin an einer Klinik im Krankenhaus und gleichzeitig gibt sie halt auch noch nebenberuflich Jugendlichen an einer Privatschule natürlich auch noch Ernährungsberatungstipps und versucht sie von der Magersucht wegzubringen. Und ja, ihr Mann ist leidenschaftlicher Musiker und hatte damit bis jetzt nicht so viel Erfolg und tritt halt bis jetzt immer nur so in kleinen Clubs auf. Aber dann passiert es halt, dass er halt von einem Agenten entdeckt wird und ja, ab da geht halt der steile Weg nach oben für ihn und für Brooke geht eher der Weg nach unten. Da sie halt dann doch schon sehr darunter leidet, weil sie weiterhin ihre 2 Jobs nachgehen möchte. Auch wenn jetzt ihr Mann, sage ich jetzt mal, sehr, sehr gut verdient mit seinen Touren und Reichtum, neu erworbenen Reichtum. Und sie sehen sich dadurch kaum noch und ja, ihre Ehe leidet darunter. Und die Presse tut das Ganze dann natürlich auch nochmal aufpushen und jedes Wort, was du irgendwie mal in einer Live-Sendung oder so gesagt hast, wird auf die Goldwaage gelegt und wehe, du tust nicht sofort wie aus der Pistole geschossen antworten, dann werden dann irgendwelche Spekulationen freigegeben und ja, und ständig werden halt auch immer irgendwelche Lügengeschichten an die Presse geschickt und ja, und ich fand es halt auch wirklich toll, auch mal zu sehen, wie das Ganze halt so ist, wie wirklich halt die Leute versuchen müssen, damit umzugehen. Also halt wirklich auch die Kehrseite mal zu erleben, dass sie halt wirklich keine Privatsphäre mehr haben, dass sie wirklich halt bis auf die Arbeit gestalkt werden von irgendwelchen Paparazzis oder selbst irgendwelche Freunde von denen oder Familien von denen, dass die halt gestalkt werden, dass man selbst seine Handynummer ändern muss, weil man sonst Daueranrufe bekommt. Sein Festnetz muss man, Festnetzanschluss muss man privatisieren, weil sonst dauerhaft irgendwelche Reporter anrufen. Das fand ich halt schon krass. Aber halt auch die Liebesstory, wie sie halt wirklich versuchen, trotz der richtig krassen Schwierigkeiten und Steine, die in den Weg gelegt werden, das Beste noch draus zu machen. Und das finde ich wirklich, hat mir richtig gut gefallen. Danach und ja, zu guter Letzt, das letzte Buch war dann natürlich der 5. Band der Teufel trägt Prada-Reihe, nämlich die Rache trägt Prada mit 243 Seiten. Hat auch 5 Sterne von mir bekommen. Hier geht es um Andrea Sachs und sie kennen wir natürlich auch aus dem Film Der Teufel trägt Prada, das sozusagen der zweite Band davon ist, beziehungsweise die offizielle Fortsetzung. Und ja, es ist 7 Jahre später und was
Anna, Anna, Andrea, oh, ich komme ne. Ja, in der Zeit so alles erlebt und ja, ich will jetzt wirklich nicht spoilern, weil wenn ich jetzt irgendwas sage, weiß man sofort, in welche Richtung es geht. Aber es kommen wirklich sau viele Leute drinne vor, die wir auch aus dem Film kennen, die wir halt auch aus dem Der Teufel trägt Prada, den ersten Band kennen. Und was in der Zeit mit denen allen passiert ist und wie sie dann doch irgendwie wieder zueinander finden, müsst ihr selber herauslesen, beziehungsweise lest halt euch halt auch den Klappentext gerne durch. Ihr wisst, ich verlinke immer die Bücher unten in der Infobox. Aber auf jeden Fall fand ich es wirklich richtig großartig. Auch wie Miranda Priestly wieder da so eingeführt worden ist in die Story. Großartig. Ich musste auch ab und zu wirklich ein bisschen schmunzeln und lachen. Und ja, weil ich sie halt dann wirklich aus dem Film, also die Schauspielerin vor mir sehen hatte. Und ja, richtig, richtig gut. Also mir hat es wirklich richtig gefallen. Und ja, das war mein Lesemonat. Das ist diesmal ein sehr, 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 sehr langer Lesemonat geworden. Und ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.